Ich glaube, wenn man den Namen Sankt Florian schön ausspricht, ist das eigentlich schon Musik. Und wer sich wirklich wissenschaftlich für Musik interessiert, der wird den ältesten mit der damaligen Notenschrift, die nennt man Neumann, versehenen Notentext Österreichs finden. Und ich glaube, es gibt dann durch die Barockzeit Chorherren, die komponiert haben. Dann kommt ein Anton Bruckner, Sängerknaben, die auch schon seit mindestens 900 Jahren singen, die Bruckner-Orgel. Ich glaube, St. Florian ohne Musik, das ginge eigentlich gar nicht.